Moni, zeig doch mal. Hallo meine Lieben und schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu diesem neuen Video hier auf meinem YouTube-Kanal und einer neuen Rubrik hier auf meinem YouTube-Kanal. Moni, zeig doch mal. Disneyland Paris Edition, würde ich jetzt mal sagen. Ich habe auf Instagram in einer Fragebox gefragt, schreibt mir doch mal in die Fragebox, was ich euch zeigen soll. Und ganz spezifisch zeigen soll, also jetzt nicht einfach Merch, sondern was ihr genau sehen möchtet. Und da kam so viel Input von euch rein, dass ich es gar nicht schaffe, hier bei diesem Trip alles zu zeigen, was ihr mir da reingeschrieben habt. Wenn ihr beim nächsten Mal auch wieder teilnehmen wollt, weil beim nächsten Trip mache ich das, denke ich, mal schon wieder, dann folgt mir gerne auf Instagram, dann könnt ihr euren Input dort in der Story dann auch reinschreiben. Ja, genau, also ich zeige euch jetzt die Sachen, die ihr sehen möchtet. Es sind Videos über mehrere Tage, das heißt, ich sehe vielleicht mal anders aus oder das Wetter ist mal anders, weil an einem Tag habe ich das alles gar nicht geschafft. Wie gesagt, an der Stelle vielen, vielen Dank für euren super krassen Input für dieses Video und alles, was ihr geschrieben habt, vergesse ich nicht, das habe ich notiert und wird dann beim nächsten Mal in das Video wieder mit eingeschlossen und es wird auch dann eine neue Fragebox auf Instagram stehen. So, ich würde sagen, wir starten mal mit dem ersten. Moni, zeig mal. Moni, zeig uns doch mal die Kuscheltiere. Ich stehe jetzt hier in den, im Shop in den, im Walt Disney Studios, direkt am Eingang. Und hier sind die Kuscheltiere ganz gut zusammengefasst. Es gibt natürlich auch immer Emporium-Kuscheltiere, aber ich habe mich jetzt für den Shop entschieden, weil die schon eng beieinander stehen. Und ja, zeige ich euch jetzt mal die aktuellen Kuscheltiere, die es hier so gibt. Natürlich gibt es eine große Range von verschiedenen Größen von Mickey und Minnie. Von klein bis riesig. Auf Preise gehe ich jetzt hier nicht ein, ich zeige es euch nur. Natürlich auch Mickey. Draußen haben wir noch Donald und Goofy. Also heute habe ich es aber Goofy und Pluto. Dann habt ihr hier Pluto, Donald, Goofy. Hier habt ihr so kleine Plüschtiere. So, unten sogar Abu. Hier habt ihr dann auch nochmal. Das sind eher alles so Sidekicks-Kuscheltiere, außer Dumbo jetzt da unten. Alle so Glubschaugen. Dann haben wir hier den Salamander, Bruni und Pascal. Dann haben wir noch Pluto als mit Glubschauge. Da unten ist Meko. Dann haben wir hier noch Daisy und nochmal Donald und Pluto in so einem, in so einer Baby Flauschi-Optik. Dann gibt es hier Pua. Marie, das sind glaube ich die Big Fit, Big Feet Kollektion. Nala. 101 Dalmatina, Pluto. Und hier gibt es auch Ia, Sven und Rabbit. Und hier haben wir die Stitch und Angel Wand. Ist nur ein Teil der Kuscheltiere. Das sind nicht alle Kuscheltiere, die es im ganzen Park gibt. Da müsst ihr wahrscheinlich jeden Shop abklappern. Es gibt noch so viele Cuddles und... Aber ich zeige euch jetzt hier noch einen Ausschnitt. Moni, zeig doch mal den Waltz, den neuen Waltz Charm. Sehr gerne. Da ist er. Kostet 69 Euro. Der hat sich Daniel ja schon gekauft. Ja, da ist er. Super süß. Moni, zeig mal die Popcorn-Eimer. Ja, es gibt neue Popcorn-Eimer, und zwar Mickey und Minnie. Kosten 18 Euro mit Popcorn. Ich weiß ja nicht, was der Refill kostet, weil der sollte eigentlich auch günstiger sein. Den hier gab es auch mal, aber anscheinend gibt es den aktuell nicht mehr. Moni, zeig mal das Menü im Hyperion. Ja, hier stehe ich im Hyperion, ein schnelles Restaurant im Discoveryland, und zeige euch das Menü. Es gibt zum 30. Geburtstag ein Burger-Menü mit Pommes und Getränk für 20 Euro. Dann gibt es hier die Souvenirbecher. Es wechselt gleich zu dem BB-8 Burger für 17 Euro mit Getränk. Könnt aber auch einen Salat nehmen. Dann gibt es hier Cheeseburger und einen vegetarischen Burger. Ich weiß gar nicht, ob der vegan ist. Und gibt es auch Chicken Nuggets, Salat und auch ein Kids-Menü für 9 Euro.
Übrigens könnt ihr die Menükarten auch, ich glaube, fast alle in der App oder online nachschauen. Es gibt sogar einen Fischburger und einen Chickenburger. Menü 1. Simone, zeig doch mal die Wickelplätze für Babys. Ich bin jetzt hier in der Main Street, das zeige ich euch gleich auch nochmal von außen. Und ich zeige euch die Wickelplätze, die sind nämlich in jeder Damentoilette. Aber es gibt hier auch Babycare. Und hier gibt es so einen Spielebereich für Kinder, da kann man dann malen. Und hier passen die dann auf die Kinder auf. Und hier ist auch, wenn ein Kind verloren geht, findet ihr das dann auch hier. Schau mal, da sind hinten Leute, aber ich guck mal. Hi. Hier kann man das Essen von den Babys warm machen. Also hier gibt es Mikrowellen, hier kann man das Essen dann zubereiten, warm machen, wie gesagt. Hier gibt es auch kleine Becher. Und hier gibt es ganz viele Sitzplätze für die Babys. Könnt ihr sie dann hier direkt auch füttern. Und hier gibt es auch direkt Toiletten, wo man dann auch die Kinder direkt wickeln kann. Also es gibt diese Wickelplätze auch überall auf den Damentoiletten. Aber hier ist es ein bisschen ruhiger, sage ich mal. Hier ist fast nie was los und auf den Damentoiletten ist natürlich immer sehr, sehr viel los. Deswegen, also hier könnt ihr euer Kind auch wickeln. Hier gibt es auch nochmal hier so eine mit Polsterung Wickelunterlage. Und das ist ganz angenehm hier. Kann man auch in Ruhe stillen. Das geht natürlich dann hier auch. Wie gesagt, auch die Toiletten. Und ja, das findet ihr auf der Main Street. Ich zeige euch auch gleich nochmal, wo genau. Also stillen, füttern, alles hier ganz gut möglich. Und wie gesagt, auf der Main Street, da seht ihr auch das Zeichen Baby Care Lost Children. Und jetzt muss ich mal kurz den Schirm aufmachen, wo genau sich das befindet. Und zwar habt ihr hier zu Rechten einmal das Plaza Gardens, den Hinterausgang. Und hier ist die Discovery Arcade und das Victoria's an der Ecke. Das heißt, wenn ihr aus der Discovery Arcade rauskommt, findet ihr da Baby Care. Moni, zeig mal die langweiligste Attraktion. Für mich die langweiligste Attraktion ist Flying Carpets. Hier in den Walt Disney Studios. Erstmal ist es super ähnlich zu Dumbo und auch zu Orbitron. Also es ist nichts Spektakuläres. Und zweitens, es passt hier, finde ich, überhaupt nicht rein. Es ist hier so in die Ecke gequetscht, steht hier einfach nur so rum, passt überhaupt nicht in diese Thematik. Jetzt vor allem, wenn hier Pixar kommt, kann auch sein, dass es irgendwann umgebaut wird, kann ich mir gut vorstellen. Aber wie gesagt, aktuell, dieses Aladdin-Thema passt hier halt null rein. Im Adventureland würde ich sagen, okay, aber dann haben wir ja Dumbo direkt fast nebendran. Deswegen, für mich die langweiligste Attraktion, Flying Carpets, weil es was Ähnliches hier schon gibt. Im Park, also in einem anderen Park. Und es passt hier halt überhaupt nicht rein. Are you ready for your close-up? Moni, zeig doch mal die Diademe. Ja, da sind sie. Das sind die günstigeren Diademe, sag ich mal so. Die auch kein Theming haben. Dennoch sehr schön. Was kostet denn so ein Diadem? Weiß man das? Egal. An der Seite, an dem blauen? 19,90 kosten die. Ja, das passt schon, reicht schon. Ich werde gerade umzingelt. Und hier gibt es noch weitere Diademe. Einmal hier. Das sind Kronen. 119 Euro. Das hier, eine richtige Krone. Ja. Da kann ich dich krönen. 69 Euro. Ja. Also hier ist ein bisschen prunkvoller. Hinter der Glasscheibe. Verschiedene Modelle. Welches holen wir uns? Die hier. Die hier?
Das aber, glaube ich, die Evil Queen so ein bisschen mäßig. Ich habe so eine, ja. Ist total unbequem, oder? Ich habe so, ich weiß nicht, wie man das aufsetzt, dass es hält. Müsste mal eine Queen fragen. Weil hier, guck mal, was da siehst du, wenn es sind so Ringe drin, ja. Aber was mache ich denn da rein zur Befestigung? Die billigen, die sind ja noch in Ordnung. Die haben ja diese Zacken. Hier diese Zacken, ja. Das hat auch die Zacken. Ja. Aber das hat keine Zacken. Nur diese Ringe. Wir wissen es nicht. Wenn ihr es wisst, schreibt mir gerne unten in die Kommentare. In der Kinderabteilung gab es oder gibt es im Disneyland Paris auch hier neben von den Prinzessinnen. Ja. Die habe ich. Und? Es hält, weil die auch diese Zacken haben, aber es tut so weh am Kopf. Ist halt zu klein für unseren Kopf. Naja. Moni, zeig doch mal die Wasserspender. Ja. Es gibt eigentlich an jeder Toilette, ich weiß jetzt gar nicht in welcher, also fast an jeder Toilette gibt es diese Wasserspender. Im Winter problematisch, weil die sind dann deaktiviert. Also jetzt funktionieren sie wieder. Aber ja, im Winter leider nicht. Ich zeige euch später noch, wo es Wasserspender gibt, die auch im Winter funktionieren. Aber ja, an jeder Toilette gibt es die Wasserspender, wo ihr euch euer Wasser auffüllen könnt. Übrigens, die Filterflasche zeige ich euch gerne nochmal. Ich benutze immer Hedi von Philips. Da ist ein Filter drin und da schmeckt man das Chlor nicht. Verlinke ich euch gerne unten nochmal in der Infobox. Wirklich ein Lebensretter. Und hier haben wir einen der Wasserspender, der auch im Winter funktioniert. In Studio 1 in den Walt Disney Studios. Es gibt noch einen weiteren im Disneyland Park und zwar in der Liberty Arcade. Gibt es auch Wasserspender, die sind drinnen und die funktionieren auch meistens im Winter. Moni, zeig doch mal die Schulterpuppen. Fangen wir an hier im Chez Marianne, glaube ich, ist der Laden, direkt neben der Ratatouille-Attraktion. Hier gibt's, nur in dem Laden gibt's Remy als Schulterpuppe. Die anderen zeige ich euch gleich noch im Emporium. Und hier sind die restlichen Schulterpuppen. Aktuell gibt es Grogu, Tinkerbell mit sehr seltsamem Wasserkopf. Es gibt Woody. Dann gibt's Forky. Es gibt Pascal. Es gibt Jiminy Cricket. Aktuell ausverkauft sind Stitch und Bruni habe ich auch nicht mehr gesehen. Und Angel gab es auch noch, das stimmt. Doch, da ist er. Da ist, huch, Bruni. Wen haben wir jetzt noch vergessen? Groot gab es auch noch mal, genau. Ja, komm immer mal wieder rein. Es ist tatsächlich Glückssache, an diese Schulterpuppen zu kommen. Moni, zeig doch mal ein Update zum Disneyland Paris Hotel. Ja, von außen muss ich sagen, sieht es jetzt mittlerweile ein bisschen besser aus. Man sieht nicht mehr so viele Kräne. Die Dächer haben keine Löcher mehr. Der Bauschaum ist soweit auch, was man so sehen kann, entfernt. Da gab es ja zwischenzeitlich richtige Balkonlöcher und wo man reingucken konnte. Das ist alles soweit von außen behoben, wie es drinnen aussieht. Wahrscheinlich immer noch leer, da hängen noch Zettel am Fenster. Und ja. Also von außen wieder ganz ordentlich. Natürlich gibt es immer noch Bauzäune da unten zum Beispiel. Und ja, mal gucken, was in den nächsten Monaten noch passiert. Moni, zeig doch mal den Schmuck. Ist auch wieder nur ein Ausschnitt vom Schmuck, den es hier so gibt. Ich bin übrigens bei Ribbons and Bows. Das fragt ihr auch immer, wo ich mich befinde. Hier müssen mal die Preise, so dahinter sind halt Farben, so bunte Stecker. Ringe mit Buchstaben. So einen schönen goldenen Ring. Armbänder, glaube ich, sind das, ja. Die so Armreifen. Und hier gibt es noch Ohrringe. Versuch so langsam es geht, aber nicht, dass ich hier gleich einschlafe. Okay.
Moni, zeig doch mal deine Lieblingsglasscheibe oben im Schloss. Ja, wisst ihr, man kann ja hier oben zum Schloss gehen und hier gibt es ganz viele schöne Dornröschenscheiben, die die Geschichte von Dornröschen erzählen. Meine Lieblingsscheibe ist natürlich die, wo Dornröschen vom Prinzen wachgeküsst wird. So schön. Also nehmt euch hier oben auf jeden Fall Zeit. Lauft hier rum, macht Bilder, schaut euch die ganzen Details an, oben im Schloss. Moni, zeig doch mal das 30. Geburtstagsmerchandise. Ja, das ist neu. Es gibt hier Spirit-Jersey, den Hoodie. Zeig mal von hinten ins Spirit-Jersey. Genau, nicht schön. Dann gibt es wieder hier die Rucksäcke, Chippendale-Ohren. Die anderen Rucksäcke gibt es hier auch. Das letzte Jahr gab die Glitzerohren. Die Tinkerbell-Kollektion zum 30. gibt es auch in Hülle und Fülle. Also ist eigentlich fast alles wieder da. Die schwarzen T-Shirts, die Handtasche, Kosmetikbeutel, die goldenen Ohren, das weiße T-Shirt, der Schmuck. Hier ist das weiße T-Shirt. Der Schmuck. Hier gibt es das Puzzle, gibt es auch wieder. Die Schneekugel. Kekse. Flaschenhalter. Weiße T-Shirt gibt es aber nur noch in großen Größen ab Größe L. Der Spirit Jersey ist aber auch noch in Massen vorhanden. Die Schüsseln, die Tassen, glaube ich, gibt es nicht mehr. Nachfüllseife. Grapefruit. Die Klamotten für Kinder. Ja, alles wieder da, noch da. Diese. Oh mein Gott, look at this. Ich hätte alles sofort gekauft, was es gewollt hätte. Und hier diese Euro Disney Kollektion ist irgendwie verschwunden, so, also das meiste. Ich habe die Woche irgendwo gesehen, aber. Irgendwo haben wir es gesehen. Aber die will ja auch sonst keiner haben. Ja, das war's. Update zum 30. Geburtstagsmerch. Ja, und das war mein Video, Moni, zeig mal. Wie gesagt, ich möchte das jetzt fortführen, so ähnlich wie die Merchandise-Videos, dass ich über jeden Trip Moni zeig mal mache, ein Merchandise-Video plus halt dann die Vlogs und zeig euch, was ihr gerne sehen möchtet. An dieser Stelle nochmal vielen, vielen Dank für euren Input und bis zum nächsten Mal. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir einen Daumen nach oben da, abonniert den Kanal, drückt auf die Glocke und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Ciao!